Jour fix im LAG-Büro südlicher Steigerwald. Die Einrichtung einer professionellen LAG-Geschäftsstelle war hier gebunden an eine enge Zusammenarbeit der Bürokräfte mit engagierten Mitgliedern der LAG. Beide brauchen für eine erfolgreiche Arbeit auch einen lebendigen Informationsaustausch und die enge Kooperation zwischen den Projekten. So erweiterte sich das Kernteam schon bald durch engagierte Projektakteure und Projektleiter. Wo identifiziert sich da der weinbare Handwerkermarkt? Nirgends auf dem Foto. Das Kindermusikaufnahme, ja. Über die gemeinsame Arbeit wuchs man mit den Jahren zu einer festen Arbeitsgruppe zusammen, dem Lenkungsteam. Beim Jour fix, dem wöchentlichen Treffen, fließen die Informationen und Probleme aller Arbeitsebenen zusammen. Büro, Management, Bewilligungsbehörde und praktische Projektplanung. Das ist schon so ein Erfahrungsaustausch, dieser Jour fix oder Gedankenaustausch. Weil das eine oder andere Mal kommt dann doch immer von jemandem, der ein bisschen außen steht, sage ich jetzt einmal, die eine oder andere Anregung noch dazu. Es waren ja auch die Termine alle abgesprochen, die ich zum Beispiel teilweise mit meinem Ülern alleine vereinbar. Einfach zur Information für die anderen. Also, obwohl jeder separat arbeitet, läuft es dann doch letztendlich im Jour fix wieder zusammen. Oder sollte zumindest zusammenlaufen. Der Teamgeist wird natürlich dadurch gestärkt, das ist selbstverständlich. Und es sind ja auch manchmal andere dabei, wenn das Thema also nicht allein uns betrifft, sondern ein breiteres Thema ist, dann lädt man ja die Leute auch noch dazu ein. Und wichtig ist natürlich, dass jeder weiß, was der andere macht. Ich fände es wichtig und ich bin auch diejenige, die immer darauf drängt, dass wir es jede Woche machen. Also ich möchte das auch, ich finde es einfach wichtig, damit alle wissen, was läuft, dass man auch noch eingreifen kann. Also wenn irgendwas läuft, was nicht so, wie wir uns das vorstellen, läuft, wenn jemand ja, sehr eigenmächtig handelt, dass man einfach sagen kann, man kann auch immer eingreifen. Oder der eine oder andere hat einen anderen Vorschlag, stellt es auch zur Diskussion. Also ich finde, es ist eine gute Einrichtung. In der Geschäftigkeit der Bürostunden lässt sich aber nicht alles besprechen. Konzeptionelle Ideen und Strategien oder tiefgreifendere Probleme werden darum in zwangloser Runde am Abend erörtert. So eine Art volkstümlich, dass man genauso, das sind ja die alle, was wir vorhin aufgezeigt haben, bin ich der Meinung, muss man gar nicht werden. Wir werden von den Leuten draußen und erst recht von unserem Bürgermeister als Dienstleister gesehen. Ich sehe nicht einmal das. Es wäre schön, wenn sie uns so sehen würden. Die sehen uns als Konkurrenz irgendwie. Ja Gott, also die sollten uns als Dienstleister, das ist meine Meinung, und so sollten wir draußen auftreten. Das ist keine Dienstleistung, verstehe ich. Da gibt es einen, der möchte was und ich habe was zu bieten. Und das ist ein partnerschaftliches Verhältnis. Und da sind wir meilenweit davon entfernt. Natürlich. Und da kommen wir auch nicht Moment. Wir möchten eine Entwicklung. Jeder hier vertritt einen eigenständigen Aufgabenbereich. So sind sie gleichberechtigte Partner. Ihr gemeinsames Ziel ist der Erfolg der LAG, der wiederum den Erfolg ihrer Einzelprojekte potenziert. Diese Konstellation gibt kaum Anlass zu persönlichen Machtkämpfen und Hierarchiebildung. In einer Projektarbeitsgruppe ist dies dagegen ein äußerst sensibler Problembereich. Hier auf Rügen sind alle Mitglieder der Arbeitsgruppe auf die Schulgründung konzentriert. Wir haben auch schon so spezialisierte Ecken. Also Heike ist die sich vor allen Dingen um die Finanzierung kümmert. Und ich bin diejenige, die sich vor allen Dingen um die Pädagogik kümmert, die den Bereich so als spezielles Gebiet hat. Und so haben wir eben, oder wir haben eine, die sich sehr gut auskennt mit Internet und in dem Bereich dann eben fit ist. Wir haben uns schon so gewisse Dinge zugeschoben, wo wir dann so eine Spezialisierung irgendwann dann auch erfahren haben. Eine wichtige Geschichte ist, das Aushandeln von Kompetenzen, Rechten und Pflichten. Also wir sind einfach eine Gruppe von Menschen, die ehrenamtlich ein gemeinsames Ziel verfolgen. Das heißt, dass wir ständig Arbeiten verteilen müssen in den verschiedensten Bereichen, dass Menschen Dinge übernehmen und die werden gut und weniger gut gemacht, erledigt. Dann gibt es Menschen, die sagen, okay, ich beurteile das. Da und da sind Dinge vielleicht noch nicht so ganz optimal. Lass uns das nochmal angucken, lass uns das gemeinsam entscheiden, was da zu verändern ist. Manchmal ist es auch nicht ganz so demokratisch, da wird dann nicht gemeinsam entschieden, was zu verändern ist, sondern dann sagt jemand, hey, das muss auf jeden Fall in eine andere Richtung gedacht und geschrieben werden oder formuliert werden. Das heißt, es geht auch um persönliche Kränkungen.
Und um das Thema, wer hat wem was zu sagen? Und warum? Und sind beide Seiten damit einverstanden? Zum Beispiel, wenn es darum geht, gemeinsam das pädagogische Schulkonzept zu verfassen. Da ist es eben so, dass manche eben ihren Schwerpunkt haben beim Formulieren und andere wieder im Bereich Internet oder wo auch immer. Und wenn eben dann an einer Stelle was verändert werden muss, ist es so, dass es nicht immer leicht anzunehmen ist. Eigentlich arbeiten wir alle gleichberechtigt. Ja? Mhm. Aber unterhalb dieser Gleichberechtigung gibt es dann eben irgendwann einen Punkt, wo das nicht mehr funktioniert in der gleichberechtigten Weise. Und im Laufe dieser über zwei Jahre hat sich eben herausgestellt, dass Anja zum Beispiel diejenige ist, die wirklich gut formuliert. Das wird auch von allen anerkannt. Es ist aber für manche dann eben hart, wenn da eine klare Kritik kommt. Und die heißt dann eben, Ziel verfehlt. Und auch so dieser psychologische Bereich, auch immer wieder geht es eben darum, Dinge zu bereinigen. Es ist eben nicht ganz einfach in so einer Gruppe. Und es gibt auch immer wieder Sachen, die geklärt werden müssen, wo also mehrere Leute einfach das Gefühl haben, oh, da knirscht irgendwas im Gebälk. Und also da haben wir mittlerweile, denke ich, eine ganz gute Kultur entwickelt, Dinge einfach auch anzusprechen. Also es ist klar, dass das die Voraussetzung ist, dass diese Gruppe jetzt schon fast 2,5 Jahre so funktioniert, liegt daran, dass wir Dinge klären. Und das ist nicht schmerzfrei. Also es hat schon wirklich einige herbe Auseinandersetzungen gegeben. Und es sind auch schon Leute ausgeschieden. Der Umgang mit Problemen in der eigenen Arbeitsgruppe. Dieser Aufgabe stellt sich auch die Lenkungsgruppe im Steigerwald. Ihre Stärke, die Einzelkämpfermentalität ihrer Mitglieder und deren Verantwortung in eigenständigen Projekten, erweist sich gleichzeitig als Dauerbelastung für die LAG-Lenkungsgruppe, weil deren Ansprüche darüber oft ins Hintertreffen geraten. Die Anwesenheit beim Jour Fix ist eine Art Seismograph für solche Vereinzelungstendenzen. Meist ist es dann Jutta Höfler, die Alarm schlägt. In ihrer Zuständigkeit für das Zusammenwirken der Einzelkräfte in der LAG ist sie direkt von den Auswirkungen einer vernachlässigten Zusammenarbeit betroffen. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das bricht so ein bisschen auseinander. Eben dann so, dass jeder seine Wege geht. Und als ich damals eingestellt wurde, hieß es, bei mir sollen immer irgendwo, oder zumindest im Büro, sage ich jetzt einmal, die Fäden zusammenlaufen. Dass es zumindest eine Person gibt, wo man sagt, die zumindest von jedem ein bisschen eine Ahnung hat. Oder wo halt ist. Und es funktioniert halt einfach nicht. Wir schaffen es ja nicht einmal mehr, dass wir uns an den Tisch miteinander setzen. Weil entweder ist es keine Zeit, der hat keine Zeit, oder der Nächste kommt und muss zum Mittagessen rennen. Und das ist alles so. Dann ist auch nicht, dass man sagt, wenn wir jetzt da sowas machen, so Aktionen, dass dann da alle irgendwie dahinter stehen würden, sondern nee, das ist dann Herrn Ülern und Maibier und die Weinwanderwelt ist ein Herrn Coleros Teilbier und Oasen ist die Doris und die Familie Dämmer. Und also das ist nicht so, dass man sagt, das ist doch alles unseres, das ist LAG. Der Mut zur offenen Auseinandersetzung findet in der Gruppe positive Resonanz. Ich denke, damit, wenn man was hinlegen kann, Dann kann man es innerlich auch loswerden, dann hat man sich gewehrt und man hat sich gerührt, man hat es vielleicht auch gebündelt, gefasst, was ist es denn eigentlich? Und ich denke, dass ein Team, was miteinander arbeitet oder auch so kontinuierlich miteinander arbeitet, so mit ganz unterschiedlichen Personen, ja, ich denke schon, es braucht, vielleicht braucht man keinen Therapeuten oder sowas, aber ab und zu ein Gespräch, was läuft nicht. Möglicherweise auch so ein ganz kleiner privater Anteil dran, der vielleicht auch nicht zu groß werden darf, damit es also nicht so ein Kuddelmuddel wird. Ja, ich denke schon, dass es eine Arbeit gut tut. Dazu gehört aber, dass solche Auseinandersetzungen auch zu klaren Konsequenzen führen. Wir arbeiten ja verhältnismäßig eigenständig, alle miteinander. Jeder macht seinen Part. Und ich glaube, es hat schon etwas daran gekrankt, dass der Informationsfluss untereinander ja nicht optimal gelaufen ist. Ja, und dieses Updaten jetzt, was passiert, dass man untereinander, dass der andere auch weiß, was ich getan habe oder ich vom anderen mitbekomme, was der getan hat, sodass man in Summe im Thema und in den Projekten selber drin ist, nicht, dass man bloß immer ein Teilwissen hat, das ist jetzt besser geregelt, einfach, dass wir uns mehr sehen und wenn es bloß übers Telefon ist, dass wir uns abstimmen. Aber diese Abstimmung ist wesentlich besser geworden, meine ich. Ich mache das sogar so, wenn ich jetzt so einen größeren Artikel oder eine größere Aktion starte, dass ich es oft mal im Büro schicke und einfach dem Herrn Ülein zur Kenntnis, was ich vorher nicht gemacht habe, nicht weil ich jetzt das nicht wichtig erachtet hätte, sondern wo ich denke, gut, schicke ich, kann er dazu nicken, braucht er nicht unbedingt. Ich muss nicht nachfragen,
Und trotzdem denke ich, es ist schön, wenn es Büro hat und weiß, was läuft. Neben dem verbesserten Informationsfluss gewinnt die Pflege der persönlichen Beziehungen an Raum. Dazu verhelfen auch sehr gemeinsame Unternehmungen im Rahmen der Einzelprojekte. So fahren sie etwa zusammen mit der Projektgruppe nach Nürnberg, um sich auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne Anregungen für ihre Oasen der Sinne im Steigerwald zu holen. Gut aus, ne? Ja. Gruppenhygiene kostet Zeit. In einer Arbeitsgruppe, die aus Berufstätigen besteht, wird dies zum Problem. Und das umso mehr, wenn es sich um vielbeschäftigte Vertreter der Wirtschafts- und Sozialgruppen handelt, wie in der LAG auf Rügen. Schließlich erfordert schon die rein inhaltliche Arbeit viel Aufwand an Zeit und Energie, zumal sie einiges Konfliktpotenzial enthält. Wenn da der Eindruck erweckt wird, das ist eine Sache, die Selin sowieso machen würde. Na? Und sie wollen das über Lieder gefördert haben und deswegen auf Selin beschränkt, dann kann das sein, dass sie eine Abfuhr dafür kriegen. Also es muss schon deutlich sein, dass da was passiert. Also es sind nur 8 Tafeln im ländlichen Raum und der Rest ist im Ostseebad. Okay. Also das finde ich, kann man mal drüber nachdenken. Ja, das war. Also die sind in den Bereichen, wo es um Vernetzung geht, um Einbindung geht der Leute, sind die oberschwach. Und von daher kann ja immer dann der Eindruck entstehen, eine Kurverwaltung würde das sowieso machen, hat sich nach einer Förderung umgesehen, ist auf Lieder Plus gekommen, schreibt das Ding in den Bereich, stellt dann den Antrag. Wenn das bei der Vorstellung rüberkommt, ist der weg vom Tisch. Mhm. Ja. Ja, das ist die Frage, ob man das jetzt nochmal in der LAG neu diskutiert und sich da nochmal gründlich das Neue was soll das? Das werden wir sehen, was Ende Dezember rauskommt. Ne? Also das Problem ist doch jetzt. Vielschichtig sind die Probleme. Sie alle gilt es, in den normalen Berufsalltag zu integrieren. Wenn ich da 10% meiner Zeit für diesen Liederprozess aufwenden kann, dann ist das fast viel, die ich von meiner Gesamtzeit, die ich habe, aufwende. Ich mache hier Ostseeschutz und Naturschutz an der Ostsee, wo Lieder auf Rügen fokussiert einen ganz kleinen Anteil ausmachen. Also mein Ding ist eigentlich internationaler Ostseeschutz, wo ich durchfechten kann. Ich kann mich noch so und so viel meiner Zeit Rügen widmen und dann diesem Regionalentwicklungsteil von Rügen. Aber schleichende Energieverluste aufgrund interner Konflikte zwingen auch die LAG Rügen schließlich zu einer Auseinandersetzung mit sich selbst. Sie wählt den Weg der Selbstevaluation unter professioneller Leitung. Also die Mehrheit der Leute sagt, es trifft eigentlich weniger zu. Ob mit Hilfe von außen oder in Eigenregie, jede Arbeitsgruppe muss hier ihren eigenen Weg finden. In jedem Falle aber gilt, nur eine in sich gefestigte, starke Arbeitsgruppe kann auch nach außen kraftvoll agieren. Können Sie entscheiden, ob Sie groß oder kleine wollen?